So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute habe ich wieder eine Folge Fußballmanager für euch und wir starten nach dem Intro. Ja, im letzten Video sind wir hier stehen geblieben. Da hatten wir gegen Basel gespielt, 2:2 leider. Basel war gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir hier wieder. Na, da war ich schon. Ich glaube, das habe ich noch in der Folge gemacht. So, dann gehen wir hier mal gucken, ob wir hier was machen müssen. Aber das sieht alles in Ordnung aus. Zweite Mannschaft schauen wir uns mal an. Da können wir nochmal ein Freundschaftsspiel ansetzen. Jo. Also nicht wundern, wenn ich immer hier hoch gucke, weil da ist mein Monitor mit dem Spiel. Hier unten ist der Monitor von OBS. Also nicht irritieren lassen. So, was nehmen wir denn hier? Holen wir hier Ramsau. Holen wir die Sau. So, hier haben wir 18 Jahre. 12, 58. Na komm, lass mir lieber. So, dann gehen wir mal hier in die erste Mannschaft gucken. Eine Fitness her. Naja, okay. Hier Emre Can ist ein bisschen. Ich glaube, ich verpflichte noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Aber ich gucke erstmal hier, was. Vielleicht hat der Scout schon irgendwas. So, da können wir hier nämlich zum Beispiel hier auf Defensiv gehen. Dann hier ein Häkchen setzen, dann werden wir nur Defensive angezeigt. Machen wir hier mal auf Stärke. Hier, der ist der Stärkste. Aber Alter 26. Ich will ja schon irgendwie. Oh ja, mir Tauland Chaka von Basel. Ja, ich glaube, ich gucke mal lieber auf den Transfermarkt. So. Also wir möchten einen defensiven Mittelfeldspieler haben. So, zack. Alter habe ich schon alles eingestellt hier. Gehen wir mal auf Stärke hier. Wir haben hier Mandy von Nizza, Besic von Everton, Stewart von Hull City. Ja, hier ist nichts Bekanntes dabei, richtig. Also ich hätte gerne einen Jungen und der auch Englisch kann und schon in der Liga gespielt hat. Hier da zum Beispiel. Kevin Stewart, Feldspieler, Zweikampf 80, Grätsche 70, Manndeckung 80, ja, defensiv Stellungsspiel 80, Aggressivität 80. Ich glaube, ich versuche ihn mal zu verpflichten. Könnt man ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, aber wenn nichts anderes auf dem Transfermarkt ist. Oh, ich sehe gerade. Nein, hat er jetzt abgebrochen. Gehen wir mal kurz hier gucken. Blickfeld. So, hier kann man ihm nämlich sagen, ich bin daran interessiert, ihm einen Vertrag zu geben. So. Angebot von Kevin Stewart angenommen. Okay. Aber ich glaube, der kommt erst im nächsten Transferfenster. Also im Januar. Da könnten wir eigentlich mal theoretisch so lange hier gucken, ob da ein
guter Defensiv-Mittelfeldspieler ist. Hier zum Beispiel, 19 Jahre. Den verschieben wir mal nach oben. Erstmal dauerhaft. So. Dann ziehen wir noch einen hier nach oben. Zack. Ja, jetzt habe ich den natürlich. Das ist der. Schauen wir mal, wer hier noch dafür geeignet ist für die Defensivposition. Der hier, okay. So. Weil wir sind hier noch in der Vorbereitung und da kann man noch ein bisschen testen hier. Wir nehmen hier dafür raus. Ich denke mal. Hier den. Der hat aber auch nur 65, sehe ich gerade hier. Fitness. Das ist sehr schlecht. Ja, gehen wir einfach mal eins weiter hier. So. Nächstes Spiel ist hier gegen Middlesbrough. Weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe mit dem mit den Anzeigen hier, aber ihr könnt ja bestimmt lesen. So. Du wirst für die Amateurmannschaft verpflichtet. Eigentlich nicht. So, machen wir es so. Ich möchte, dass du auch mal in der Reserve spielst. Genau. Jetzt gehen wir hier runter, bis akzeptabel ist. Weil so viel zahle ich für den nicht. So, dann bekommt er ja fast 175.000 Euro mehr. Weiß gar nicht, kann ich ihm 4 Jahre ver. Ah. Dann will er natürlich mehr. Na. Machen wir erstmal 3 Jahre. Das langt erstmal. Wenn er sich gut anstellt, dann bekommt er nochmal einen neuen Vertrag. So, zack. So, Trainingslager Liverpool. Das war 7 Tage, hat das hier gekostet. So, die Fitness ist nach oben gegangen, das ist sehr gut. Die Frische ist nach unten gegangen, die Stimmung, naja. Teamtaktik, Abwehr hat sich gar nichts getan. Ja, okay. Hier seht ihr, was nach oben gegangen ist oder was vielleicht nach unten gegangen ist. So, ich denke mal, das war es jetzt erstmal mit dem Trainingslager. Ja, jetzt kommt Tag der Jugend. So, hier kann man ja auch noch drauf gehen. Transfer hier zum Beispiel, Neuverpflichtung, Einigung mit Liverpool erfolgt. Hier ist Stadionumfeld und hier ist die Teamdynamik. Ja, gehen wir wieder auf Wochenverlauf. So. So, hier 1500 Zuschauer beim Training. Oh, Kevin Stewart wechselt zu uns. Sehr schön. Wir haben wieder Scout-Berichte. Das ist auch gut. Da gehen wir mal gucken, ob sich vielleicht irgendwas Gutes drauf befindet. Oh, neue Sponsorenangebot haben wir auch. Tag der Jugend. Da schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Liverpool Reserve. Hier. Reservemannschaft aus dem Trainingslager zurück. Hier sieht es relativ genauso aus wie bei der ersten Mannschaft. Reserve hat 6-0 gewonnen. Gegen Ramsau. So, die A-Jugend, B-Jugend und sind auch zurückgekommen. Vertrag von Matthew Vitue Tick läuft aus. Neuer Fanartikel. Höchster Formgewinn. Okay. Schauen wir uns gleich mal alles an. So, gibt es hier was Neues? Delaney. Okay. Aber das ist nicht der, wo bei Dings gespielt hat, oder? Damien Delaney. Spielt bei Crystal Palace keine Rolle mehr. Okay. Newcastle United auf der Suche nach einem Verteidiger.
Andrea Stürmer mit konkretem Interesse an Kevin Stewart. Hull City hat es gegen Liverpool wohl schwer. Manchester United, Verteidiger ganz oben auf der Wunschliste. Okay. So, da müssen wir jetzt eigentlich gleich hier mit der Woche durch sein. Yep. Höchster Formgewinn hier, Mignolet. Neue Idee für Fanartikel, schauen wir uns mal an. Vereinsmagazin, okay. Neuer Fanartikel bereits zur Markteinführung, Scoutbericht. Schauen wir mal rein. Hier sind alles so um die 50. Stärke meine ich. Oh, hier Christian Eriksen. Also an dem wäre ich noch eigentlich interessiert. Ich gucke erstmal, was der überhaupt wert ist. Marktwert 36,5. Der kann auch Englisch kann er auch. Das ist sehr gut. Lauter gute Werte hier. Ich glaube, da versuche ich mal mein Glück. Oh. Okay, kann ich nicht verpflichten, aber ich werde ihn im Blickfeld behalten. So, was haben wir noch? Ross Barkley, Lanzini. Okay, nichts Tolles dabei. Dann gehen wir mal weiter hier schnell. Fanclub-Treffen war ein voller Erfolg. Die Fanclub-Vertreter waren über die Aussagen der Spieler sehr erfreut und versprachen, das Team in Zukunft gerade auswärts noch mehr zu unterstützen. Mehrere Projekte wie eine große Fahne und neue Choreografien wurden in den Weg geleitet. Sie gewinnen 6 Punkte. Stark. Auslaufende Verträge. Ja, da werden wir uns noch drum befassen. Hier läuft aus, okay. Was ist das denn für einer hier? Defensiv. Oh. Okay. Ich glaube, da werden wir mal was tun. Der hat ja noch Potenzial ein bisschen. Versuchen wir den mal zu verlängern. Aber nicht so viel. Ich mache mal 3 Jahre. Zack. Jo, warten wir mal ab, was er sagt. Ob er damit einverstanden ist. Trainingslager ist beendet. 6:0 hier. Okay, bester Spieler war hier Bran Nagan. So. Hier ist der Jugendtag. Schauen wir mal, wie gut der ist hier. Oh nein. Der ist total schlecht. Ich glaube, den schicken wir wieder nach Hause gleich. Der bringt nichts. Kevin Stewart wechselt zum 1.1. Habe ich ja gesagt. Neues Sponsorenangebot. Gehen wir mal ganz schnell hin. Oh, hier Coca-Cola. Werden wir mal verhandeln. Summe erhöhen, Laufzeit erhöhen, zack, zack, unterschreiben. Okay. Dann haben wir die BASF. Genau das gleiche hier. Zack, zack. Dann haben wir noch Wiesenhof. So. Haben wir 3 Jahre jetzt. 3-Jahres-Vertrag. Hier haben wir auch noch Banden. Sind noch 21 Banden frei. Mal gucken, ob wir die noch alle wegbekommen. Jetzt haben wir noch 7. Namensrechte haben wir noch keine für die Tribünen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Scoutbericht, alle Spieler spielberechtigt. Neuer Mitarbeiter. Sportdirektor, sehr gut. Dann gehen wir mal noch gerade hier. Seine Aufgaben. Vor allem bei Testspiele mache ich selbst. Plan Trainingslager mache ich auch selbst. Verlängert Spielerverträge mache ich auch selbst.
Spielerverträge zweite Mannschaft mache ich auch selbst definiert ablösen. Das kann er machen. Macht Vorschläge für neue Spieler, kann er mir auch mal machen. Und legt Strafen automatisch fest. So, jetzt haben wir für jedes Ding einen Mitarbeiter. Das ist sehr gut. Und ja. So, hier haben wir irgendwie. Ah, Mentor. Aber ich glaube, wir haben keinen Torwart mehr, wo wir ihm als Mentor geben können. Aber wir schauen mal. Doch. Wir haben ja doch noch einen gehabt. Okay. Sonst noch einer? Nö. Oh, hier ist noch einer. Ist der neu? Okay. Das wusste ich jetzt leider nicht. Geh mit dem Mané. Durchschnittlich. Ja. So, dann schauen wir mal. Der wird da bestimmt jetzt aufgestellt. Hier. Sehr gut. Schauen wir mal gerade hier wieder. Oh, hier haben verletzten Spieler. Da muss ich den hier aufstellen. Zack und zack. Jo. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, dies wird wieder eine längere Folge, weil ich möchte euch ja noch ein Spiel zeigen. Sky Sports. Keine Werbung hier. Kevin Stewart wechselt. Ablöse 625.000 Euro. Ach, das ist ja gar nichts. So, das Spiel machen wir noch und dann war's das für diese Folge. Ist wieder 16 Minuten hier jetzt. Mittelsbau sicher besonders motiviert. Okay. So. Wetter ist Sonnenschein und wolkenfrei, das ist sehr schön. So, gehen wir noch schnell kurz in die Taktik, weil hier kann man Vergleich machen. Das habe ich euch vergessen, das letzte Mal zu zeigen, das habe ich gar nicht gemacht. Weil man kann hier jedem Spieler natürlich hier einen Spieler zuweisen. Also die sollen auf die besonders achten und so. Zack. Und zack. Gut. Ich habe noch eine Nachricht bekommen hier. Und er schreibt neuen Vertrag. Das ist sehr schön. Besonders motiviert. Dann gehen wir noch mal schnell hier hin. Knoten lernen. Oh, wir haben wieder ein Sponsorenangebot hier für die Banden. Vielleicht bekommen wir sie jetzt voll. Ja. Und jetzt haben wir alle Banden besetzt. Sehr schön. Dann gehen wir noch schnell hier mit den Spielern reden. So, gib im Training alles. Zack. Und gib im Training alles. Zack. Machen wir das hier mal erst alles gleich. Man sollte das aber auch nicht immer sagen, weil dann sind sie gelangweilt. So, noch ein und dann geht's ins nächste Spiel. So, das war's dann erstmal. Oh, hier ist noch. Ah, ihre Mannschaftsführung findet großen Anklang. Das ist doch sehr schön. Und dann gehen wir mal in das nächste Spiel. Gegen Middlesbrough FC. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. So. Ich denke, diese Folge wird auch wieder so um die 20 Minuten gehen. Oder sogar länger. So. Müssen wir wieder ein bisschen warten. Du, 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 du.
In England geht ja auch die Liga übernächste Woche wieder los. Nächste Woche ist ja schon, so wie der DFB-Pokal bei uns ist in England. So, hier unsere Aufstellung. Jetzt habe ich Chan doch noch drauf gelassen, ich dödel. So, wir spielen jetzt besser als hier gegen FC Basel. Ach, ich wollte die Aggressivität hier noch runtersetzen, das habe ich jetzt vergessen. So. Abstoß. Ach je. Eieiei. Wir sind schwer am Faulen hier, sehe ich gerade. Also nicht nur meine, sondern die auch. Torwart spielt mit von denen. Sehr schön. Salah. Wijnaldum. Firmino. Ach, schade. Das war aber wirklich gelbwürdig. Luis Bega. Hab schon. Oh, noch ein Foul. Da hat der Pfosten aber gerabbelt. Traoré. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Okay, Gott sei Dank. Nichts passiert. Ach, schon wieder ein Foul. Alter, was? Das ist ja nicht so fassen hier. So, Matip. Henderson. Firmino. Ah. Salah. Tja. Oh weh. Glück gehabt hier. Komm schon, das 1 zu 0 machen hier. Firmino, Firmino. Ach. Ganz knapp Nevers Tor geschossen. So, holt euch den Ball, aber bitte fair. Wijnaldum. Ah, schon wieder den Ball verloren. Schon. Eieieiei. Abseits, okay. Mané. Oh, jetzt haben wir mal Platz. Salah. Firmino. Oh, nein. Also Firmino, vermasselt hier manchmal alles. So, Schüsse 6 zu 3, Schüsse aufs Tor 2 zu 2, Ballbesitz haben die mehr, okay. Pässe haben wir einen mehr, erfolgreich Pässe haben wir mehr, Ecke 0-0, Fouls 2 zu 5, ja, das hat man gesehen. Abseits habe ich einen, okay. So, dann wechseln wir mal schnell hier Dings aus, Emre Can. Und hier den Lovren. So. Und weiter geht's in die zweite Halbzeit.
Schauen wir mal, was sich in der zweiten Halbzeit tut. Kann ja nur noch besser werden. Warum spielst du nicht rüber? Oh Mann. Henderson hat aufgepasst. So. Nee. So, ich werde gleich mal Firmino rausholen. Der gefällt mir gar nicht. So, Double für Firmino, zack. Vielleicht bringt der mehr. Wenn er jetzt ein Tor macht, ich wollte gerade sagen. Da hat es Deutsch schon fast seine Füße dazwischen. So, komm nach vorne jetzt. Milnaldo, Sturridge. Mané. Oh. Sturridge. Oh, der Hellasbahn fast gemacht. Stark. Hätte ich fast richtig eingewechselt. Komm drauf. Stark. Sturridge, Mané am Ball und zieht nach vorne. Oh, Freistoß. Und die nächste gelbe für Middlesbrough. Freistoß und gar nichts. Ach Mann. Bitter. Noch 16 Spielminuten. Sturridge geht nach vorne. Mané. So, die wechseln aus. Oh, das hätte können in die Hose gehen. Das gefällt mir gar nicht, was wir hier spielen. Dass wir noch nicht zurückliegen, das gibt mich ein Wunder. Da kommt jetzt. Oh. Kann er nicht Schwarstein. Ja, faulen, das könnt ihr. Ja. Klar, alles klar. Das kann es ja nicht geben hier. Die denn? Jetzt bekommen wir auch gelb. Nein, die haben gelb. Ach, die haben mich gefoult. Okay. Ausgehen, als hätte einer von meinen Spielern hier gefoult. Jetzt aber schnell nach vorne hier. Oh nein. Klasse. 1:0 verloren. Das kann es ja nicht geben. Hier mit so Spielern. Und dann gegen so eine Mannschaft. Karius war noch der Beste von uns. Ah, geht raus, hier sind alles runter, na toll. Neuer Manager-Level, jetzt bin ich bestimmt eins runtergefallen. So. Warten wir, bis wir wieder hier im Büro sind und dann war es das für diese Folge. Nächste Folge geht es hier im Testspiel gegen Eppingworth Athletic. Matip ist wieder fit. Okay, Mané ist wieder fit. Warum sind die fit? Waren die verletzt? Auch wieder fit. Okay. So, komm mal ein bisschen schneller, bitte. Folge geht schon wieder eine halbe Stunde. Das ist bitter.
Aber ich will euch aber auch ein Spiel zeigen in der Folge und nicht hier nur die Spieler verpflichtet oder so. So, gehen wir hier eins weiter. So, dann würde ich mal sagen, das war's dann von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.